Und der Vorteil ist dabei jetzt nämlich, dass ich jetzt den Sommer über hier bin in Graz alleine und kann deshalb richtig viel aufnehmen. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Videos in nächster Zeit haben. Ah, Torgür, du Sau. Wann kommt endlich wieder Minecraft? Jetzt. Die Sonne geht auf über das Minecraft-Let's Play. Okay, hier in der Welt vielleicht nicht gerade, aber ich begrüße euch ganz, ganz herzlich nach einer langen, langen Zeit der Abstinenz meinerseits. Herzlich willkommen hier zurück im Let's Play von Minecraft hier im Herr der Ringe-Mod. Mann, Mann, fast schon ein bisschen peinlich, das ist jetzt ganz schön lange her. Ich bin auch mit der Steuerung hier überhaupt nicht mehr vertraut. Aber ich will mich jetzt gar nicht in den Worten überschlagen, ich weiß gar nicht richtig, wo anfangen zu erzählen. Ich habe es echt vermisst ein bisschen. Ich möchte hier nur gerade schnell, ich habe ja eigentlich mal eigene Truhen für sowas gehabt, nicht? Ja, ich kann mich noch ganz vage daran erinnern, ich möchte das nur schnell hier reinschmeißen. Und dann auch schon damit beginnen, Holz zu hacken. Das brauche ich nämlich gleich. Ich stürze mich gleich ins Geschehen. Wir haben, glaube ich, immer noch kein Eisen, oder? Habe ich die... Sind die Folgen eigentlich online gekommen, wo wir in dieser Höhle waren? Moment, Moment, Moment. Moment, ich muss kurz nachdenken. Habe ich überhaupt alle Folgen hochgeladen? Das wäre jetzt hier ein geiler Fail. Ich glaube, ganz das letzte war tatsächlich, wo ich hier auf Eisensuche war, weil wir da keines mehr hatten für das Werkzeug. Oder habe ich das hochgeladen oder nicht? Ich habe mir die letzten Folgen nämlich auch gar nicht mehr angeguckt. Ne? So professionell ist hier der Droge. Oh, der braucht sich das nicht angucken. Der weiß das alles. Oh, kannst du nun. Und jetzt ist er zu blöd zum Scheißen. Das ist eigentlich die wahre Theorie hinter mir. So, ich möchte das jetzt schnell in Eisen umwandeln, dann bauen wir uns eine Axt und dann geht's auch schon los mit fröhlichem Holzhacken. Aber ich glaube, ich gehe auch noch bannen, dann haben wir ja den grisseligen Regeneffekt weg, den mag ich nicht so besonders. Und ohne lange Umschweife erkläre ich euch ganz kurz, warum denn so lange nichts mehr gekommen ist. Da waren ja schon Stimmen laut von wegen, der hat keinen Bock mehr. Der ist krank, der hat mit YouTube aufgehört, der ist von einem wilden Eber überrannt worden. Alles ist vorgekommen, von bis hin zu die Community hat ihn, glaube ich, verärgert wegen irgendeinem Kommentar. Nein, Leute, ganz ehrlich, so schlimm ist es nicht. Es gab hier und da mal ein paar Trollkommentare, natürlich, die hat jeder YouTuber irgendwann schon mal gehabt. Es bist immer noch, ich glaube, es hackt. Manwe ist heute nicht auf unserer Seite. Ne, Aule. Aule ist der Gott der Zwerge, gell, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. So, ist schon ewig her. Ich habe hier das Simarillion noch immer irgendwo rumliegen, aber ich habe nie wirklich weiter dazugehört, weiter gelesen. Ich möchte hier nämlich Eichenholz abhacken. So, nee, das Problem war ganz ehrlich, ich bin seit der letzten Aufnahme dann kurzfristig mal nach Hause gefahren, 2 Wochen. Und als ich wiedergekommen bin, ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock. Ich könnte sagen, ich habe mit der Bachelorarbeit viel zu tun gehabt, das wäre eine gemütliche Ausrede, aber leider stimmt das nicht ganz. Was ist das denn hier eigentlich für ein Baum? Sicher so ein hässlicher, den ich nirgends einbauen kann dann. Moment, oder ist das Eichenholz? Ich erkenne das hier gar nicht. Doch, das ist Eichenholz, sehr schön. Also auch kann ich auch diese seltsamen Bäume da schlagen. Oder? Ne, das ist jetzt ein anderer. Zumindest stackt er nicht mit dem Eichenholz. Scheißbäume. Ich weiß, warum ich ein Zwerg spiele. Nee, ganz ehrlich, das Problem bei meinem Kanal ist ganz einfach, dass sich alles um Minecraft hier Herr der Ringe dreht. Und wenn man da mal nicht so Bock drauf hat, dann vergeht sehr schnell sehr viel Zeit, wo man nichts wirklich gemacht hat. Versteht mich nicht, Herr der Ringe ist nach wie vor ein Thema, das mich interessiert, das mich nicht langweilt und nichts. Aber gerade in Kombination mit Minecraft ist es einfach ein bisschen träge geworden mit der Zeit. Ich habe ja gegen Ende hin dann auch mal mit diesem Rise-Let's Play versucht, ein bisschen auszubrechen. Ganz funktioniert hat es nicht. Ich habe jetzt ein Ventil über Planet Coaster gefunden. Da ist ja jetzt inzwischen auch die erste Folge schon draußen. Und ja, das Problem ist halt einfach, man hat dieses Let's Play hier in dieser Herr der Ringe-Mod. Man hat die Modpack-Reportagen, das ist auch wieder hier in Minecraft. Dann natürlich auch die ganzen
Dungeons im Hintergrund, die man baut hier für das Let's Play und so weiter. Es ist immer Minecraft und wenn man da mal kurz nicht so Bock drauf hat, dann ist es schwierig, da auch mit Motivation weiterzumachen. Und deshalb habe ich mich einfach mal ein bisschen zurückgezogen. Es war vielleicht nicht ganz die beste Entscheidung, aber ich hätte euch auch gerne darüber informieren können im Nachhinein betrachtet. Ich hätte auch nie gedacht, dass das so lange dauert. Aber naja, es sind dann auch noch andere Sachen ein bisschen dazwischen gekommen. Mir ist zum Beispiel meine externe Festplatte abgeraucht. Das heißt, ich musste alles neu installieren von Minecraft über alle Programme, die ich da drauf hatte, alle Spiele. Von 9 von 10 Verknüpfungen funktionieren nicht mehr. Das heißt, es muss alles erneuert werden. Das ist so eine Kackarbeit, ganz ehrlich. Ich hasse das. Und wir haben Sonnenschein. Ah, oh, das blendet richtig. Bäh. Hässlich. So, ich habe jetzt ein bisschen Holz. Ich möchte nämlich da oben einen kleinen Gang reinzimmern. Haben wir da oben denn eigentlich schon mal eine Workbench hingelegt oder nicht? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube nicht, gell? Das wollte ich eigentlich schon lange mal machen. Diesen Berg haben wir immer noch nicht fertig abgetragen. Dafür nehme ich dieses Firwood. Ich glaube, was ist ein Fir eigentlich? Lerche oder Föhre oder Fichte oder... Ich habe keine Ahnung. Mein Englisch hält sich ein bisschen in Grenzen, was die Baumnomenklatur betrifft. Welch Schande. Eigentlich ist das ja das Erste, das man lernt in der Schule. Wer kennt sie nicht? Die englische Baumnomenklatur. So, hier erstmal ein paar Slabs. Ich bin gerade am überlegen, ich glaube, ich mache den 5 Teile breit, diesen Gang. Das soll schon ein bisschen breiter Gang sein. Wir haben ja hier einen Wald vor der Haustür, da können wir im Falle des Falles immer noch Holz schlagen. Ich hoffe nur, dass wir da Eichenholz kriegen auch. Wie mache ich das denn jetzt? Ich brauche da eine Treppe nach oben, gell? Es wäre an sich auch nicht verkehrt, wenn ich die da drüben direkt in der Straße mache, eine provisorische, damit wir da dann frisch eine haben, wo wir immer ein bisschen rauflaufen können, ohne dass ich hier wieder ans Ende der Welt latschen muss. Mit meinen kurzen Zwergenbeinen dauert das natürlich auch seine Zeit. So, ich möchte jetzt nur kurz abzählen. 1, 2, 3, 4, 5 und so. Auf diese Höhe müssen wir kommen. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Wenn ich das so mache, so, 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 der Olde Dori halt, das so. Ja. Keine Ahnung, wie ich das jetzt am besten mache, aber wir sehen ja. So, 1, 2, 3, 4, 5. So breit möchte ich das machen. Ich fange jetzt einfach mal an hier, dann sehen wir, wie weit wir kommen. Das wird schon gehen. So, aber ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen vermisst. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe es in den Kommentaren schon gesehen, aber da war Fasching, da war wirklich was los. Alle haben sich gewundert, was ist denn jetzt? Ist er gestorben? Das habe ich ja schon erzählt. Jetzt wiederholt er sich schon, Mann. Keine 5 Minuten um und der fängt sich schon wieder an zu wiederholen. Das kennen wir ja. So, aber ich habe es ehrlich gesagt doch ein bisschen vermisst. Gerade jetzt, als ich die Welt geöffnet habe. Ich bin nämlich schon im Bett gewesen. Ja, ich habe schon leicht gedöst. Und dachte mir gerade, vielleicht ist die Blende Coaster-Folge nächste schon fertig gerendert, dass ich dann morgens schnell drüber sprechen kann dann noch. Das wäre sehr angenehm. Und dann dachte ich mir eigentlich, das Minecraft-Let's Play muss ja auch weitergehen. Ne? Es kann man ja schon fragen, wann das endlich weitergeht und Ding. Und ich wollte es ja auch weitermachen, das ist nicht das Problem. Nur hatte ich bis jetzt in Minecraft nicht so viel Bock drauf. Habe es jetzt auch, seit ich da nicht wirklich weiter aufgenommen habe, nie mehr weitergespielt. Und mir fehlte einfach dieser Arschtritt oder dieser Anstoß, dass man sagt, ich schalte jetzt den Rechner an, starte Minecraft und leg los. Das Problem ist, wenn man dann mal das Spiel geöffnet hat, dann macht es ja wieder Gaudi, dann macht es ja wieder Spaß. Das ist ja nicht das Problem. Aber halt, man muss das Spiel auch mal öffnen und sich da dahinter setzen. Das hat halt jetzt doch ein bisschen gedauert. Naja, ich will mich aber gar nicht lang hier in Entschuldigungen flüchten und Ding. Es ist halt nun mal so, ich kann es jetzt auch nicht rückgängig machen. Aber ich glaube, wir starten jetzt mit vollem Elan durch und ich glaube, hier und da auch mal eine Pause macht da nicht so viel Probleme, würde ich jetzt sagen. So, wir spielen hier aber, glaube ich, immer noch auf der alten Version. Ich habe da jetzt nichts geupdatet im Modpack. Das ist immer noch dieselbe Version wie vor 3 Monaten. Ich glaube, da ist das große Gondor-Update noch gar nicht drinnen, aber das ist jetzt auch egal. Das brauchen wir ja für uns hier im Moment nicht so wirklich. Hier und da gäbe es natürlich ein paar Verschönerungen, die ganz nett wären, aber das ist auch nicht so wichtig. So, na, ich bin dann eben im Bett gelegen und war schon ein bisschen. Und
Dann hat's mich gepackt. Ich habe mir gedacht, wenn ich das starte, was habe ich denn zuletzt gemacht? Ah, diese Mauer, das Bollwerk, aber das wäre eigentlich schon geil weiterzubauen. Und habe mir dann schon im Vorfeld so kurz überlegt, die klassische Ansprache, ne? Wie beginnst du das Video? Und dann kamen die Ideen, ah ja, jetzt kann ich wieder richtig erzählen. Ich habe mir nämlich in den letzten Folgen gegen Ende hin auch immer etwas schwieriger getan, wieder richtig flüssig frei zu reden hier nebenbei, weil mir einfach die Themen nie mehr eingefallen sind. Jetzt ist das im Moment nicht so das Problem, da kann ich einfach drauf loslabern. So, ich glaube, mit dem Holz kommen wir nicht ganz aus. Ich lasse jetzt diesen Turm mal frei und würde dafür lieber den Weg bis nach hinten ziehen. Habe ich denn noch was mit? Ein bisschen was habe ich noch? Vielleicht reicht's ja. Schauen wir mal. Den Turm innen könnte ich notfalls ja auch mit dem anderen Holz machen. Oder? Nee, das sieht auch kacke aus. Oder mit Stein? Nee, ich glaube, ich lasse das so. Das wird schon hinhauen. So, ich glaube aber, hier oben ist es nicht verkehrt, wenn man sich da noch eine Workbench hinstellt. Ich glaube, die brauchen wir hier auch immer wieder mal. Und an sich würde mir dann eigentlich Erde fehlen, weil ich gerne ein Gerüst bauen würde, damit ich da rundum alles langsam ein bisschen nach oben ziehen kann. Ich habe den Plan für das Bollwerk hier schon fest im Kopf gehabt. Ich habe das Bollwerk nämlich auch schon mal in einer anderen Welt, einfach nur in der Flat World, habe ich das mal so ungefähr hochgebaut, wie ich das haben möchte, und habe mir das gerade nochmal angesehen und weiß deshalb auch genau, wo ich aufgehört habe und was ich als nächstes machen möchte. Man glaubt es ja kaum. Ich habe es sogar ein bisschen vorbereitet. Naja, so. Ich hab's ehrlich vermisst. Ich muss jetzt nur gucken. Ich hoffe, meine Stimme hier ist ein bisschen deutlich. Bei Planet Coaster ist mir das aufgefallen, war es im Nachhinein ein bisschen dumpf. Ich habe nämlich den Rechner ein bisschen umgestellt jetzt. Der liegt jetzt nicht mehr unterm Tisch, sondern hier neben mir auf dem Tisch, damit er nicht so viel Staub fängt. Und der ist ein bisschen laut geworden in letzter Zeit. Das heißt, der Grafikkartenlüfter kommt da, glaube ich, nicht mehr ganz hinterher. Ich habe die jetzt mal ausgeboostet und richtig entstaubt mit diesen Druckluftsprays. Habe die Grafikkarte aber nicht geöffnet. Die hat nämlich so ein Gehäuse rundum und konnte da die Lamellen jetzt nicht ganz so gut durchboosten. Deshalb ist er doch noch recht laut hier und da, aber er hält sich mittlerweile eh ein bisschen in Grenzen. Aber das ist viel besser geworden seit dem Putzen. Nur das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wie empfindlich das Mikro darauf reagiert und ob ich das jetzt alles richtig rausfiltern kann, ohne dass dann die ganze Stimme irgendwie so seltsam klingt. Das wäre ja auch, das will doch keiner. So, voilà. Ich habe jetzt aber überhaupt keine Ahnung mehr, wo wir hier in unserer eigenen kleinen Lore gefangen waren, genau. Ich weiß auch gar nicht, ich musste mir das unbedingt mal zusammenschreiben, richtig? Wir haben hier nach und nach, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt oder mir schon mal vorgenommen, wir haben hier ja nach und nach immer mehr Quests, Sidequests, Ideen, herkunftstechnisch hier zum Tor, hier zum Charakter hier, alles mögliche zusammengeschrieben in den Kommentaren, aber ich habe das nie wirklich alles schön zusammengetragen. Und wenn man dann mal den Überblick ein bisschen verloren hat, dann ist es wirklich schwierig, da wieder reinzukommen. Vor allem als Let's Player hier ist das kacke. Wenn man das als Zuschauer nicht mehr ganz genau weiß, dann ist das noch eine Sache. Aber gerade hier, ich sollte da doch noch ein bisschen den Überblick haben. Den habe ich im Moment leider nicht mehr. Da muss ich mich ein bisschen dahinter setzen. Ich habe ja schon mal, glaube ich, auch gesagt, dass ich da begonnen habe, ein Forum zu schreiben, wo wir die einzelnen Charaktere schön aufgelistet haben und so weiter. Ich glaube, 5 bis 10 Seiten, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, so 7, 8 verschiedene Einträge habe ich da eh schon gemacht. Muss ich nochmal genau schauen. Das Problem ist, glaube ich, wir haben bis zum Ende gar nichts wirklich ausgemacht, warum wir denn jetzt hier im blauen Gebirge sind. Ich glaube, wir haben das einfach so als dahingestellt angenommen, weil wir immer ein Zwerg aus dieser Region sind, aber ich glaube, questtechnisch haben wir da nicht so viel gemacht. Keine Ahnung. Jedenfalls, was ich eigentlich nach der letzten Aufnahme noch machen wollte, ich hatte einen neuen Dungeon vorbereitet, der war aber noch nicht ganz fertig. Ich hatte dann noch die ganze Quest dazu schreiben müssen und da hatte ich dann eben die Lust ein bisschen verloren. Ne? Und ohne Quest wollte ich das nicht weitermachen, weil das nämlich eigentlich der Grund hier oder der Grundstein für das Bollwerk wäre, aber ich glaube, das kann man auch in der Rückblende notfalls, oder ich habe auch eine Zweitidee für eine andere Quest im selben Dungeon, dann schaffen wir das schon, das ist jetzt nicht so das Problem.
So, jetzt haben wir das Holz langsam fertig, glaube ich. Ist auch halb so schlimm. Jetzt ist es nicht unbedingt das Beste, aber es ist nicht ganz so schlimm. So. Ach, schön, 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 schön. Ich freue mich wirklich, wieder hier zu sein. Könnte ich eigentlich auch hier schon mal, nur weil ich gerade die Steine mit habe, einen weiteren Ring drumherum ziehen. Nur aus Jux und Dollerei. So, hier ist nämlich dann das Torhaus und da bin ich mir wirklich noch unschlüssig, wie ich das genau mache. Wie ich das richtig einpacke, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber das sehen wir dann alles noch. Ich ziehe jetzt, wie gesagt, den groben Mauer-Rohbau hier in die Höhe. Und dann wird sich da schon was ergeben. So. Nur hier, damit wir da ungefähr mal eine Treppe haben, wo wir dann hochkommen auch. Das macht vieles einfacher. So. Was machen wir denn jetzt? Haben wir denn noch Holz? Ansonsten würde ich das ehrlich gesagt lieber noch schnell holen. Dann haben wir da frisch alles fertig. Das wäre nämlich sehr angenehm. Als nächstes, wie gesagt, ein Erdgerüst hier rundherum, damit ich dann mit den Teilen weitermachen kann. Da haben wir ja eh schon die Materialien zur Genüge hier. Das ist auch sehr angenehm. Dann können wir da einfach loslegen. Das geht dann recht schnell, werdet ihr sehen. So, wieder Holz. So, ich hatte mir nämlich in der Zwischenzeit auch mal kurz überlegt, ob ich nicht wieder mal was zu Elder Scrolls Online machen soll. Da werde ich ja ständig in den Kommentaren danach gefragt. Das ist ja nach wie vor mein unumstritten, Video mit dem höchsten Einschaltwert. Ich glaube, die Hälfte meiner Views auf dem Kanal gehen auf das eine Elder Scrolls Video zurück. Und ich habe mir wirklich gedacht, ob ich da nicht mal wieder was mache, weil ich auch ständig danach gefragt werde. Und ich habe in letzter Zeit wirklich sehr, sehr, sehr viel Elder Scrolls Online gespielt. Wirklich sehr, sehr, sehr viel. Auch mit den neuen Updates. Ich habe mir jetzt auch das ESO Plus geholt, also das Abo für einen Monat. Da kriegt man halt noch ein paar DLC-Zugriffe und so weiter. Das macht echt sehr viel Spaß, weil wir nämlich auch eine kleine Gilde haben. Das heißt, die Leute, mit denen ich hier studiere, da sind wir jetzt mittlerweile schon zu 50, die sehr viel spielen. Und da macht das auch sehr viel Laune. Des Weiteren bin ich im Moment auch in Mountain Blade sehr aktiv unterwegs. Ich weiß nicht, der ein oder andere. Dazu habe ich noch nichts veröffentlicht hier auf dem Kanal. Hatte ich schon ein paar Mal vor. Mountain Blade könnt ihr euch vorstellen wie ein Kampfsimulator. So ähnlich wie Chivalry, halt nur in Kackgrafik. So ungefähr. Und ich bin da nämlich im Regiment mit dabei. Das gibt es dann eben auch noch in der Version für die napoleonischen Kriege. Und das macht auch sehr viel Spaß und da sind wir jetzt mittlerweile in der Champions League unterwegs. Das heißt, es gibt ein großes weltweites, ein Turnier aus den 16 besten Regimentern weltweit und ich bin da mit dabei. Ich kann das zwar überhaupt nicht, ich bin bei weitem der Schlechteste aus unseren Reihen, aber das macht einfach sehr viel Laune. Ich hatte einfach Glück, da bei einem guten angeworben zu werden, wo ich auch früher schon mal kurz drinnen war. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da bin ich jetzt auch im Moment ziemlich viel unterwegs. Das heißt, das sind so meine Hauptbeschäftigungen momentan. Also so gaming-technisch und natürlich Planet Coaster. Das ist jetzt erst rausgekommen und deshalb macht mir das auch natürlich noch sehr viel Spaß. Ich muss da unbedingt schauen, dass ich mit dem Synchronisieren nachkomme, beziehungsweise mit dem Einsprechen. Das ist gar nicht so einfach. So, ich mache mal so viel. Ich glaube, vielleicht haben wir sogar genug. Oder das werden zu wenig sein. Egal, ich kann ja immer noch welche machen. Dann haben wir das nämlich auch. Und das ist doch schön. Da freut sich die Mutti. So. Jetzt ist die Musik fertig. Warum ist... Ah, jetzt kommt sie wieder. Ich dachte gerade. Ich habe da nämlich, weil ich ja die ganzen Programme neu installieren musste, alle möglichen Verknüpfungsdateien aus meinem Schnittprogramm mit diesem Musikordner drin. Ich habe die jetzt rausgelöscht und hoffte, dass das einfach keinen Rittel reinmacht. Oder wie sagt man das auf Deutsch? Dass da alles glatt funktioniert, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht warum. Immer wenn man irgendeine Datei im Schnittprogramm einfügt und die bearbeitet, dann erstellt er zwei, keine Ahnung, so Verknüpfungsdateien im selben Ordner von der Datei. Und dann hat man hier 10.000 Dateien, alle mit dem gleichen Namen und kennt sich nicht dringend mehr aus. Und deshalb hoffe ich, dass das überhaupt richtig funktioniert. Ich bin sowieso froh, dass das alles funktioniert hier.
eben auch mit OBS jetzt, weil wir ein neues Aufnahmeprogramm haben, wobei ich gar nicht wusste, warum ich so lange diesen anderen das andere Aufnahmeprogramm nutzte, dieses Loilo. Das braucht das hundertfache an Dateispeicher und hat im Endeffekt eine schlechtere Aufnahmequalität, kommt mir zumindest vor. So, das ist jetzt aber auch nicht das Thema. Ich gehe jetzt Steine holen, dann ziehen wir den hier noch hoch, da wird hier nochmal 13 Blöcke hoch, der Turm, also an allen drei Fronten. Das heißt, ich glaube, wir haben da sowieso nicht genug Kabel, aber wir können ja mal ein Stückchen davon machen, dann sehen wir hier, wie weit wir kommen. Eberhard ist auch hier, die Leine fehlt aber und das Sattel. Oder? Hat er den Sattel drauf? Nee, ach, jetzt ist das ein wildes. Ah, da ist er, Eberhard. Haha, ich hatte schon kurz Angst. Er ist verschwunden. So, dann nehmen wir hier nochmal den Cobblestone, alles mit, was wir Platz haben. Alles, was wir kriegen können, und dann geht's auch schon wieder weiter. Ich hatte euch ja, genau, das wollte ich nochmal anmerken, ich hatte euch ja gesagt, dass ihr hier drinnen sozusagen die Gebäude dafür bauen könnt. Für das ganze Tal hier, ne, auf der Map. Ich habe da ja das Modpack und so weiter, ist natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt, auch die Map zum Downloaden. Da könnt ihr da einfach drauf rumbauen, und wenn ihr sagt, so, das habe ich jetzt fertig, so möchte ich, dass der Dorgir das einfügt, dann schickt ihr mir einfach die Map oder einen Link zum Dropbox-Download und so weiter, und ich werde dann schauen, dass ich das alles ein bisschen einbauen kann. Das wäre natürlich sehr schön, würde mich sehr freuen. Ich glaube, mache hier gleich 5, dann habe ich da das Problem mit Verzählen. Das wäre natürlich sehr cool, also das würde ich sehr gerne machen, damit wir da alle gemeinsam auch mal ein bisschen was bauen. Wir haben jetzt hier lang genug hier im Auenland rumgebaut, da müssen wir hier nicht auch bei den Zwergen hier so ewig lange bauen, das ist dann ja nicht so förderlich, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt gerne seht, wenn wir hier einfach nur rumbauen, oder ob ihr lieber andere Sachen seht. Da können wir nämlich ein paar andere Sachen einbauen. Natürlich, zeittechnisch werden deshalb die Dungeons auch nicht schneller gebaut und so weiter, aber man kann ein bisschen mehr Abwechslung ins Let's Play reinbringen und bekommt die Welt doch recht schnell weiter. So, dann haben wir den jetzt auf 5 gehabt. Nochmal 5. Oh, das wird hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Pah, und dann nochmal 4. Geil, also das waren richtig hohe Türme hier. Uiuiui. So, haben wir das auch. Oh, ich muss mal schnell was fressen, ansonsten sieht es nicht so dullig aus. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Ich möchte da nicht so viel vorgreifen, weil ich natürlich bei der nächsten Aufnahme dann sehr gerne auf die Kommentare eingehen möchte. Das heißt, wenn ihr irgendein besonderes Thema habt für das nächste Mal, schreibt es gerne in die Kommentare. Seid natürlich sehr herzlich zu Diskussionen eingeladen. Und deshalb nehme ich jetzt einfach auf, bis wir hier diese Türme hochgezimmert haben. Ich glaube, das wird so eine halbe Stunde insgesamt. Das ist ja auch mal in Ordnung nach der langen Abstinenz, wenn das ein bisschen länger dauert. So. Ich will jetzt aber noch gar nichts versprechen, in welchen Abständen das hier jetzt wieder fortgeführt wird. Im Moment habe ich wirklich Bock drauf. Ich glaube, das wird jetzt auch eine Zeit lang anhalten wieder. Aber natürlich, ich will jetzt nichts, keine falschen Versprechungen machen. So, hier bei dem Torhaus, ich bin mir ehrlich noch unsicher, wie wir das dann wirklich machen. Und keine Panik, wenn ihr sagt, der Cobble sieht scheiße aus, nimm doch den Zwergenbrick. Ich habe das ja schon mal gebaut hier in der Testwelt und das sah am Ende dann doch recht geil aus. Und so möchte ich das dann auch gerne haben. 1, 2, 3, 4. Weil sie das nämlich mit dem blauen Saloinsteinen in Kombination mit dem Cobble sehr, sehr gut zusammenpasst. Viel besser als mit den Cleanstones oder mit den Ziegelsteinen. Einmal das, und zum anderen spare ich mir sehr viel Kohle hier beim Umwandeln. Das ist natürlich auch ein sehr angenehmer Fakt. Sehr schöner Nebeneffekt. So. Und natürlich müssen wir hier irgendwann mal eine riesen Schlacht schlagen um das Bollwerk. Ich hätte da auch schon eine sehr cool, was einfach unheimlich geil wäre, einen Server aufzusetzen mit 200 Slots und auf geht's. Dass wir da eine riesen Schlacht einfach machen, dass ich dann einfach ins Let's Play Forum noch reinschreibe, wir brauchen noch Leute. Wird natürlich unheimlich schwierig, die alle hier auf einem Termin festzulegen. Auch wenn man sagt, man hätte so, keine Ahnung,
auch meinetwegen 50 gegen 50 wäre ja auch schon unheimlich geil. Das Problem ist nur, wenn ich mir da einen Server miete mit so vielen Slots, der kostet schnell mal über 100 Euro im Monat und das ist nicht so sonderlich wichtig. Überlebe ich das doch? Ich glaube, bis 23 Blöcke kann man maximal Fallschaden nehmen, ohne zu sterben, gell, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der alte Minecraft-Profi hier. So, dann machen wir hier auch noch schnell dicht. Und auf geht's. So. Ich glaube, das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, da war gerade irgendwas mit YouTube, wo sich alle drüber aufgeregt haben, wegen, weil es irgendwas eingeführt hat. Ah, ich glaube, das YouTube Heroes Programm oder so irgendwas war das, ja. Da haben sie ja alle aufgeregt, aber ich habe das dann nicht so weiter verfolgt und habe damals ein bisschen was dazu gesagt, aber ich habe mich da auch nicht mehr wirklich darum gekümmert, habe da jetzt auch nie wirklich irgendwelche Einschränkungen auf YouTube diesbezüglich mitgekriegt. Aber man weiß ja nie, was hinter den Kulissen alles läuft. Mir geht nur mittlerweile dieses ganze, die YouTube-Trendzeit, das ist halt wirklich, wirklich Krebs mittlerweile. Ich habe mich lange zurückgehalten und da nie wirklich drauf Acht gegeben, aber mittlerweile ist das einfach so schlimm geworden. Diese ganzen, diese Prank und Real Talk und diese ganzen Dinge hier, worüber sich die Leute aufregen, das ist ja meiner Meinung nach, komm, das gibt's immer wieder, diese Challenge-Dinger hier, wo sich, diese Clickbait-Dinger, darüber rege ich mich gar nicht mehr auf. Was mich einfach aufregt, sind diese Beef-Sachen, das, aber ich, ganz ehrlich, da kriege ich das kalte Kotzen, wenn ich das irgendwo mitkriege. Das ist einfach so ein Kindergarten-Getue. 1, 2, 3, 4, 5. Ich finde das einfach so lächerlich. Und das sind vor allem eben die großen YouTuber, die da drauf sind. Ich nenne nur als Beispiel Simon Desue. Ganz ehrlich, das ist doch... habe ich das Falsche gesagt? Kuchen-TV. Habe ich jetzt als letztes mitgekriegt Haptik oder so irgendwas, keine Ahnung, ich kenne den gar nicht. Das ist doch so ein Kindergarten-Ding, oder? Ganz ehrlich, ich meine, boah. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht Kuchen-TV? Das ist so ein Typ, der einfach nur auf YouTube alle möglichen Kanäle rumhatert. Dass er als Satire bezeichnet, die Formate Kanalzerstörung nennt, wo er irgendwelche Leute beleidigt. Das Video mit irgendwas mit... Sei gegrüßt, Freunde des Deutschen Reiches oder so irgendwas. Mein Gott, von mir aus, aber oh, das ist so ein Kindergarten. Tatsächlich, das regt mich mittlerweile echt ein bisschen auf. Und was ich eben bei Simon Desue zum Beispiel sagen wollte, war, dass wenn man sich halt hier in YouTube ein bisschen mehr mit Analytics, Werbeschaltung und so weiter auseinandersetzt, dann versteht man auch zum Beispiel, warum die Videos jetzt plötzlich 10 Minuten und ein paar Sekunden lang sind, denn ab 10 Sekunden kann man so viel Werbung reinschalten, wie man möchte. Und der Simon macht dann gleich in 10 Minuten Video, glaube ich, 6 Werbeunterbrechungen rein. Das ist halt schon... Naja, ich weiß gar nicht, wie das... Ich glaube, ich habe nur eine drinnen, oder? Ich habe das irgendwann mal als Standard festgelegt, aber ich habe da nicht mehr kontrolliert. Muss ich mal schauen. Naja. Aber gerade mit dem Adblock-Thema, das ist ja auch immer wieder... ein heißes Thema. Mich wundert ehrlich gesagt, warum YouTube nicht wie zum Beispiel andere Seiten, die hätten ja das Recht, zum Beispiel wie Zeitungsdinge, zum Beispiel Süddeutsche Zeitung und so weiter, die haben ja alle, wenn du auf die Webseite von ihnen gehst, kannst du, wenn du den Adblocker eingeschaltet hast, die Seite nicht weiter nutzen. Dann hast du über den ganzen Bildschirm so eine Meldung, bitte Adblocker ausschalten und die Seite neu laden und dann funktioniert das. Mich wundert das ehrlich gesagt, warum YouTube das nicht drinnen hat, den geht doch so ein ganz schöner Haufen Geld durch die Lappen, ehrlich gesagt, oder? Wundert mich ehrlich gesagt. Ich wäre da stark dafür eigentlich. Jetzt wegen mir ist es ja wurscht. Ich glaube, ich kann da ganz ehrlich sagen, ich habe in den, ich glaube, 3 Jahren, dass jetzt der Kanal steht, habe ich insgesamt... Nein! Ah, wir haben das Keep Inventory. Sehr gut. Schon mal was. Da hat der Togi wieder mitgedacht. Ich wollte nur sagen, in diesen 3 Jahren, dass ich den Kanal jetzt habe, habe ich, glaube ich, insgesamt 12 Euro eingenommen. Das heißt, ich reg mich da nicht auf wegen den Adblocker-Dingen, nicht, dass er jetzt das falsch versteht.
Aber ich denke mir halt gerade, dann würde man das vielleicht ein bisschen einschränken können, zum Beispiel, dass man diese Funktion ab so viel Werbung schalten rausnimmt, dass eine fix drinnen ist im Vorfeld und dafür eben ohne mit Adblock einfach nichts funktioniert. So, ich glaube, als nächstes müsste ich dann Steine farmen gehen. Dazu habe ich aber ehrlich gesagt nicht so viel Bock. Und deshalb werde ich die Folge hier jetzt auch beenden. Oh Gott, ich muss ja eine neue Endcard machen. Fuck, die ist mir ja beim Festplattencrash flöten gegangen. Genauso wie das Thumbnail ist halt nicht über das neue Design wundern. Ich habe noch keine Ahnung, wie das aussehen wird. Naja, ich hoffe, es gefällt euch. So, ich baue hier im Hintergrund gerade noch die Mauer ein bisschen weiter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut. Es war wirklich sehr schön, wieder hier mal in die Welt ein bisschen einzutauchen, für euch ein bisschen hier drauf loszuquatschen. Ich freue mich schon auf die Kommentare, euch da in der Kommentarsektion nochmal zu begegnen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut und tschüss.